Und ein herzlich willkommen zurück zu einer nagelneuen Folge und Aufnahmesession. Ich musste gerade kurz ein bisschen aufstoßen, tut mir leid. Wir spielen wieder Harvest Moon Magical Melody. Mein Name ist Chrissy und wir starten hier mit diesem kleinen Bauer. So, Creakle, was ist mit dir schon wieder los? Du musst auch den ganzen Tag nur meckern, oder? Gut, wir starten mal, gucken erstmal aufs Wetter. Passt. Kurze Information nebenbei. Nein, ich will ja nicht drucken. Nein, Kalender, danke. Habe ich von Kalender gesagt? Ich meine Wetter. So, 17. haben wir erst wieder. Das Pferderennen. Das kann uns aber egal sein, denn wir haben ja noch aktuell kein Pferd. Gut. Ja. Ich starte währenddessen einfach mal durch und plaudere einfach mal vor mir hin. Denn, wenn ihr diese Folge sehen solltet, bin ich währenddessen mitten auf der Gamescom. Irgendwann. Wann genau? Eher gesagt von Donnerstag bis Samstag. Müsst ihr mich ein bisschen suchen. Denn ich bin nicht so wie die andere größere YouTuber, die dann entsprechend feste Stände haben, die Autogramme ausgeben. Beziehungsweise, keine Ahnung. Deswegen würde es wahrscheinlich auch aktuell keine Streams von GTA Roleplay geben. Zu der Zeit. Jedoch habt ihr ja die vergangenen Tage ja zwei Folgen bzw. zwei Streams im Anfang GTA Roleplay bekommen. Jetzt gibt es noch mal ein paar Folgen von Harvest Moon Magical Melody. Und Mario Galaxy kommt bestimmt auch irgendwann mal wieder, wenn ich mich mal dazu entschließe, wieder mal aufzunehmen. Sorry. Ich habe halt wenig Zeit aktuell. Aber Harvest Moon muss mal nochmal sein, weil ich selbst nochmal Bock hab. Ja. Das zu der Thematik schon mal. Und wir müssen natürlich uns hier gerade mal uns um unsere Blumen kümmern. Eigentlich Gemüse, aber ihr wisst, was ich meine. Um unser Vegetable. Oh, ich merke gerade, Equipment haben wir uns nicht so gut. Aber das ist auch nicht so schlecht. So, neue Bäume haben wir gepflanzt. Einer mit der letzten Kraft, die wir an dem Tag hatten. Ich habe es nicht vergessen. Ich muss gestehen, ich habe wieder alte Folgen mir angeschaut, um wieder reinzukommen. So, wir schauen direkt mal hier rein. Wie geht's denn unseren Tieren? Hallo. Und du bekommst bald ein Baby. Einmal Futter für dich. Einmal Futter für dich. Andere Frage. Habe ich mich eigentlich zuletzt selbst ins Bein geschossen? Weil ich meine, mich zu erinnern, dass man, glaube ich, schwangere Tiere nicht melken kann. Ich würde mal sagen, wir finden es raus. Ja. Ich habe ihr damit selbst ins Bein geschossen. Also gibt es keine Milch. Ja gut. Habe ich doch genial gemacht, oder? 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 Mann. Chrissy, du bist auch wieder so verpeilt. Ja, gießen kann ich auch nicht, aber die Pflanzen können ruhig ein bisschen länger wachsen. Es hat jetzt keine Notwendigkeit. So, ihr aber,
macht euch nochmal raus. Und genießt die frische Luft. Und kostet mir dadurch kein Vogelfutter. Vogelfutter ist dadurch extrem teuer. Und ich kann es mir aktuell nicht leisten, so viel Vogelfutter zu kaufen. Daher gibt's halt Freilandhaltung. Ist doch sowieso die bessere Qualität, oder? Ja gut. Dauert natürlich immer eine Zeit, bis ich alle Hühner rausbekomme. Das ist bei den neueren Teilen ein bisschen anders. Aber ist halt so. Gut. So habe ich erstmal eine Ruhe und kann hier in Ruhe meine Mayonnaise verkaufen. Da runter sind sogar zwei gute Mayonnaise. Nice. Bringt mir Geld. Geld. Geld in der Tasche. Ach, keine Ahnung, warum ich manchmal so welche Akzente an den Tag bringe. Eigentlich dürfte ich ja eigentlich hessisch babbeln. Aber richtig hessisch gelernt zu haben, habe ich eigentlich nie. Daher geht's halt die meiste Zeit auf Hochdeutsch. Dafür tue ich mich halt auch bei anderen bei anderen ich bin schon wieder Brain Afka. Bei anderen Regionen anstecken lassen, wenn man so sagen möchte. Normalerweise begrüßt man sich bei uns in Hessen so Gude. Das ist so wie Guten Tag. Manchmal sage ich aber auch Moin. Oder auch Servus. Oder manchmal auch nur Guten Tag. Manchmal sage ich aber auch Nabend. Also das gekürzte Guten Abend. Autsch. Deswegen ist es manchmal kompliziert. Würde ich mal sagen. Deere sind versorgt. Pflanzen gegossen. Guck mal kurz oben, ob die eine gewisse Blume wieder blüht. Oh, oranges Kraut. Danke. Genau. Bitter. Aber wichtig. Auf weite Vorsicht sehe ich im Moment nichts. Autsch, da ist sie aber. So, eine haben wir schon mal. Wiedermals. Ein paar Steine nehmen wir auch wieder mit. Ernsthaft, hier ist schon alles voll. Ach so, ja. Gut. Wir haben noch zu viel Stuff dabei. Deswegen.
Und das meiste Zeit, die meiste Zeit ist halt einfach. Axt habe ich auch nicht dabei. Ja, Tag schon wieder super gestartet. Ach ja, ich habe ja hier kein Haus mehr. Ich vergaß. Zeit unnötig gewastet. Gewastet. Ach komm. So, wir brauchen hier noch auch einige Steine. Dass uns hier auch niemand aufs Gelände geht. Gut, wir gucken mal, ob wir jetzt hier noch ein bisschen aussehen können. Damit wir überhaupt irgendwie vorankommen. Die ersten 11 Minuten und es ist einfach bisher noch gar nichts passiert. So. Aber die Hühner sind wenigstens gefüttert. Wie gesagt, eigentlich muss man das Gras überhaupt nicht gießen. Weil es wächst ja eigentlich von selbst. So, und du noch weg, klar. Alle gefüttert, alle gestreichelt. Und dann gucken wir mal hier. Die Sense haben wir heute natürlich wieder nicht dabei. Tun wir mal hier ein bisschen die Lücke schließen. Ich glaub, die ist noch nicht gelevelt. Wollte gerade sagen. Das ist das nächste, was wir mit der Hacke noch machen müssen. Die muss gelevelt werden. Ist ja aber auch trockener Boden. Na komm, ein bisschen gießen kann ich. Oh, die Energie. Oh ja, die Energie. Komm, wenigstens den einen noch. Ach du Scheiße, nee, wie schnell geht denn die Energie denn weg? Gut, ja, gut. Ja. Gut. Vom letzten Mal wissen wir ja, wie schnell es gehen kann, sich zu übernehmen. Deswegen ab ins Bett. Thank you.
Und ab in den neuen Tag. Kurz abspeichern. Wir sind wieder bei 16.100. So. Quicke. Svenja. Dich brauchen wir sowieso später noch, Quicke. So, Wetter. Morgen wird's wieder wunderschön. Das freut mich. Gut, dann geht's als erstes rüber zu den Pflanzen. Was willst du denn immer noch hier? Runter! Mein Grundstück! Mann. Ey, Joey. Der Angelplatz ist übrigens auf der anderen Seite. Immer diese dumme KI. Ja, hast du Spaß auf meinem Feld? Okay. So, dann haben wir es. Gehen wir nochmal kurz zu den Tieren. Oh, wir haben wieder Wolle. Muss ich ja gleich wieder kommen. Nur Milch gibt's halt nicht. Oh, das hat wieder gar nichts gebracht. Ja. Geil. Ein Spitzenei. Kommt in die Tasche. Du bist der beste Marvin. Anscheinend bringt Lufthaltung oder Freilandhaltung wirklich was. Natürlich. Das auch wieder fort. Tim hat heute auch gut ein Ei gelegt. Ein gutes Ei gelegt, wollte ich sagen. So, was ist mit dir? Edelbär Florian. Hm.
Manchmal weiß ich nicht, was ich mit euch anstellen soll. So. Dann heißt es jetzt nun einmal kurz rüber zum Haus, neu equippen. Dann kurz nochmal zurück. Das Haus ist hier drüben gewesen. Sorry, ein bisschen verpeilt. So. Equipment. Frühling. Okay, bräuchte man das. Und wir gehen wieder Holz hacken. Und die Baumstumpfe kümmere ich mich gleich. Ja, Spatz. So, jetzt heißt es erstmal das Schaf wieder nackig machen. Nicht so rumspringen, sonst wird es gefährlich. Danke. Sorry, muss aber. Mal kurz einpacken. Was haben wir? Normale Wolle. Schon mal besser als grobe Wolle. Boah, 900. Nice. Nicey. Ach ja. Notfallfutter muss ja auch hier vorne hingelegt werden. Vergiss, was ich gesagt habe. Sie bekommt kein Notfallfutter. Na ihr? Super, da ich ja. Da ihr ja alle so schön gefüttert seid, geht's für euch wieder rein. Dann brauche ich kein zweites Mal hierher zu laufen. Gut. Dann spielen wir gleich mal die Axt im Walde. Mal gucken, wie viele Bäume übrig bleiben. Wer gewinnt? Baum oder Spieler? Wahrscheinlich eher der Baum. Alter, bei den alten Spielen ist es halt doch so unfassbar schwer, überhaupt einen Baum zu fällen. Ich finde aber das halt in der Beziehung mehr sinnvoller, als halt die Bäume so schnell runter zu rasieren, um dann halt einfach noch mehr
Holz zu brauchen. Sehe ich ja schon bei neueren Spielen schon wieder. Zig verschiedene Holzsorten, schön und gut. Es reicht doch einfach eine Holzsorte. Ach ja, heute ist übrigens der zweite Tag, deswegen brauchen wir nicht nachzuschauen. Du bist jetzt schon müde. Wow. Wird frühestens morgen entsprechend erst die Blume wieder wachsen. Jo. Neue Äste sind schon mal da. Jedoch haben wir keine Energie mehr. Baumstumpf hat zwar verloren, nur leider zu keinem guten Preis. Gut, Axt kann wieder kurz rein. Schere kann auch wieder ausgetauscht werden gegen Würste. Für morgen. Ja, Angeln müssen wir auch noch mal machen. Aber die Axt wäre mittlerweile eigentlich so weit, dass man sie auf Silber aufrüsten könnte. Problem ist Money. Ja. Gut. Was kann man noch machen? Ja, was ist denn? Was könnte man denn jetzt noch machen? Bisschen Unkraut entfernen. Und darauf beobachten, dass man nicht zu viel Energie entfernt oder weggeht. Doch, nimmt reichlich an Energie weg. Ja, gut, du hast ja schon gewonnen, du gehst ins Bett. Du gehst ja schon ins Bett. Gut, dann bedanke ich mich jetzt fürs Zuschauen und ab in die nächste Folge. Gute Nacht. Nein. Ab in die nächste Folge. Gute Nacht.